Zum Beispiel gibt es keine Angabe der Krankenversicherung, es gibt keine Möglichkeit für wichtige Informationen, auf die man schnell zugreifen könnte. Dann gibt es ein recht großes Manko, auch Diagnosen, Medikamente, die sind nur in einer vorgegebenen Liste hinterlegt. Wenn also etwas vorliegt, eine Diagnose, eine Medikation, die in der Liste nicht drinsteht, muss das über einen recht umständlichen Weg zunächst mal ein Formular vom betreuenden, behandelnden Arzt ausgefüllt werden. Das wird dann dorthin geschickt an die lokale Zentrale oder in das lokale Büro. Und dort werden dann die Angaben in die Akte eingetragen. Da gibt es sicherlich flexiblere Dinge. Ja, ich hatte gerade gesagt, wir haben auf der Webseite ein paar Informationen eingestellt. cm.de/Gesundheitsakte ist eine davon, was auch sehr interessant ist. Da wird es aber sicherlich gleich in dem Folgeblock noch wesentlich mehr Informationen zu geben. Aus dem Lehrstuhl der medizinischen Informatik der Universität Erlangen ist eine Aufstellung, eine Marktübersicht der elektronischen Gesundheitsakten, wogegen wir uns da eigentlich mehr auf die eben genannten Kriterien zu Gesundheitsakten auf Reisen selber begrenzen. Ich lasse das Bild mal stehen, weil vielleicht will das jemand notieren. Danke. Danke nochmal, Herr Pick. Gibt es Fragen zu dem Thema Gesundheitsakten? Bitte achten Sie auf Ihre persönlichen Wertsachen und lassen Sie Taschen, Koffer, Kleidungsstücke sowie Laptops und Mobiltelefone nie unbeaufsichtigt. Das wissen wir jetzt. Und Ihre Frage bitte. Nein. Please attend to your personal valuables. Bags, suitcases, garments, as well as computers and mobile phones should never be left unattended. Das war's. Fass das nochmal zusammen. Sie haben also eine Art alternatives Modell, welches offline ist, komplett offline, mit auch solchen Daten, die man für Reisen vor allem dann ja auch benutzen kann. Gut, und weisen dann darauf hin, man kann das auch hier, Sie sind hier direkt an dem Block. Ja, das ist doch klasse. Dann würde mich allerdings die kurze Nachfrage interessieren, wie das offline demjenigen, der reist, hilft. Kann der dann zum Telefon greifen? Also es ist recht einfach zu bedienen. Offline funktioniert insofern, als Sie nicht über das Internet gehen müssen. Sie haben eine elektronische Patientenakte, die aber nicht über das Internet gesteuert wird. Sie können sich alle Dokumente ausdrucken, die Sie brauchen. Sie haben auch valide Daten, wie Ihre Krankenversicherung, verschiedene Felder. Wir haben die ICD-10-Kodierung, wir haben 14 Sprachen zurzeit, es sind noch weitere im Bereich, also Arabisch, alles, was Sie wollen, Russisch, wohin auch immer Sie reisen möchten. Es ist so, dass wir das aus der Praxis konstruiert haben, aus niedergelassenen Praxen, und zwar zur Verbesserung der Information. Sie können alle Dokumente auf diesen Stick auch bringen im Ausland. Also angenommen, ich breche mir ein Bein und möchte mein Röntgenbild mitnehmen, ist der Arzt, der diese Dokumentation macht, in der Lage, das Dokument auf diesen Patienten Karte oder Stick zu bringen. Es ist ein USB-gesteuertes System. Es ist aber nicht nur ein USB-Stick, sondern es ist ein System. Und damit ist es möglich, alles, was es digital zu handeln gibt oder auch papiermäßig zu handeln gibt, einzugeben. Schauen Sie es sich gerne an. Also wir haben das gerade auch, weil wir selbst sehr viel im Ausland sind und die Erfahrung gemacht haben, dass es wichtig ist, die Daten zu haben, ist das auch seinerzeit entwickelt worden und zur besseren Dokumentation natürlich auch für unsere Patienten hier. Eine Frage dazu, können wir an der Stelle sicher fragen, welche Firma? Okay, das ist die Firma Maxidoc. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Petri, dann sind Sie ja gegenüber Offline-Medien sehr aufgeschlossen, denn diese Medicard, wenn ich das richtig verstanden habe, die nehme ich ja auch mit wie ein USB-Stick, korrekt? Ja, man muss halt immer berücksichtigen, dass man im Notfall an die Daten kommen muss.
Ob das online oder offline ist, ist letztlich eigentlich egal. Im Moment ist es halt nur Fakt, dass man im Notfall, gerade im Ausland, also auf Reisen, zumindest weltweit betrachtet, nicht überall an diese Informationen kommt, wenn sie elektronisch vorliegen. Schon gar nicht, wenn sie im Internet irgendwo sind. Etwas besser, wenn sie alleine auf einem Stick vorliegen. Am besten ist es eigentlich, ich habe irgendwas direkt sichtbar, lesbar in der Hand, das direkt auch gefunden wird von einem, wenn ich hier daneben liege und nicht sagen kann, hier, sondern es ist wirklich vorhanden. Das ist einfach der Grund, schlicht und ergreifend. Da könnte man ja auch bestimmte Ausdrucke oder so etwas mitnehmen in Kurzzusammenfassungen in verschiedenen Sprachen. Das, denke ich, machen die Anbieter ja inzwischen auch. Das sollte man dann machen. Man muss halt immer die Kerndaten dann zusammentragen. Das ist das Wichtige. Was ich sehr wichtig fand, ist Ihre Antwort, dass Sie gesagt haben, was macht der, der nichts mehr sagen kann? Was ist denn jetzt besser, das im Internet abzurufen oder ist es besser, das in der Tasche zu haben, wie die Dame das gerade sagte? Ja, wenn Sie das jetzt nur im Internet haben, weiß ja erstmal keiner was davon, dann ist auch das Problem, selbst wenn es irgendwo steht, braucht man natürlich im Zweifelsfall Zugangsdaten. Ja, weil selbst wenn ich die Adresse kenne, dann komme ich auf die Seite, aber ich kann natürlich nichts abrufen, sondern ich müsste mich einloggen. Da brauche ich also die Zugangsdaten, das kommt auch nochmal dazu. Grundsätzlich ist es deswegen zwar ganz gut, wenn Sie im Internet vorliegen können, sprich, wenn mein Arzt konsultiert wird oder meine Krankenversicherung oder wer auch immer, dass Informationen zentral auch abrufbar wären, aber das nützt einem im Notfall natürlich nichts. Deswegen, aus diesem Grund ist die Verfügbarkeit, das mit sich herumtragen vor Ort, einfach nicht wegzudenken. Am besten als Ausdruck. Sie können natürlich einen USB-Stick oder sowas mit sich rumtragen, aber die Frage ist, kann man das lesen? Ja, braucht man ein separates Dokument? Wie liegt das vor, wenn man kein separates Programm dafür benötigt? Wie ist die Struktur da drin? Kann man alles machen, aber die Frage ist, nützt einem das im Notfall? Sprich, im Notfall brauche ich bestimmte Informationen über Vorkrankungen beispielsweise als Ausdruck schnell zur Verfügung. Und natürlich idealerweise ICD-10 internationalisiert. Das andere kann sein, ist hilfreich, um eine weitere Diagnose zu machen, um eine weitere Behandlung einzuleiten. Aber natürlich in dem konkreten Notfall, der ja eintreten kann, nützt einem das wenig. Ich darf Sie ganz herzlich an unseren Stand einladen. Wir machen elektronische Patientenakten mit USB-Stick. Kommen Sie gleich bei uns vorbei. Wir haben die ICD-10-Kodierung. Ja. Und ich überzeuge Sie. Danke. Noch Fragen zum Medium, zu der Akte für die Reisemedizin oder auch nochmal generell? Gut, dann danke ich Ihnen nochmal.